Wer Erfolg an der Börse hat, kann das in diesen Monaten nicht so recht genießen. Die öffentliche Wahrnehmung von Börsengeschäften hat sich gewandelt. Zwar war die Meinung nie besonders gut, doch müssen sich Börsianer nun ständig für ihr Tun rechtfertigen. Herzlich willkommen zu Jünemanns Börse, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Sind Börsengeschäfte moralisch, sagen wir mal, zumindest zweifelhaft? Kann man sie mit gutem Gewissen betreiben? Die Finanzmarktkrise und das bei Politikern so beliebte Spiel für alles und jedes böse Spekulanten verantwortlich zu machen, hat diese Debatte entfacht. Wir führen sie auch hier bei uns im DRF. Und Sie, meine Damen und Herren, die uns zuschauen, verstehen sich als Spekulanten vielleicht, als Vorausschauende, die mit Hilfe dieser Vorausschau Geld verdienen möchten. Lassen Sie uns dem Thema Erfolg und Börse, Geld und Moral nähern. Ich begrüße Susanne Levermann. Einst als erfolgreiche Fondsmanagerin bekannt, die Anfang 2008 ausgestiegen ist und gerade ihre Erfahrungen, die guten wie auch die negativen, in einem Buch verarbeitet hat. Das zeige ich jetzt mal hier. Der entspannte Weg zum Reichtum heißt es. Hat also durchaus eine aufbauende Botschaft. Ihre Thesen. Disziplin ist die wichtigste Tugend für Börsenerfolg. Spekulation ist ethisch, wenn sie kontrazyklisch erfolgt. Und Leerverkäufe sind nicht ethisch, da sie emotional nicht dem Gemeinwohl dienen. Unser zweiter Gast ist nicht ausgestiegen. Noch nicht, müsste man sagen. Er wird bald pensioniert oder geht in Altersteilzeit. Aber er ist seit 44 Jahren an der Börse und hat so manche Höhen und Tiefen erlebt. Ich begrüße Fidel Helmer, Leiter der Sachsen-Handelsbank Hauck & Aufhäuser, Privatbankiers. Seine Thesen. Spekulation ist wichtig, extreme Übertreibungen müssen jedoch begrenzt werden. Leerverkäufe sind notwendig, sonst gibt es noch größere Blasen. Und ethisches Handeln im Finanzmarkt sollte sich auch am Vorbild des ehrbaren Kaufmanns orientieren. So, Frau Levermann. Sie schreiben in Ihrem Buch von Ihren Zweifeln, die Sie damals hatten im Jahre 2008, als Sie ausgestiegen sind. Sie sind dann Mathematiklehrerin geworden zeitweise und arbeiten jetzt für eine Umweltschutzorganisation. Also was waren die Gründe für diesen Ausstieg? Also schwierige Phasen an der Börse gibt es ja immer. Sie hatten damals diesen Provester gemacht, der ist toll nach oben gekommen und dann fing es schon so Mitte 2007 an, ganz schön nach unten zu gehen. Also wie waren damals Ihre Gefühle und wie war die Entscheidung gefallen? Also ich hatte mich circa ein Jahr lang mit meinem Thema Ausstieg beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass mir so ein bisschen der Spaß am Handeln an der Börse abhanden kommt. Und das lag auch ein bisschen daran, dass ich mit einem quantitativen Computermodell gearbeitet habe, dessen Regeln ich zum Teil auch in dem Buch veröffentlicht habe. Und dieses Computermodell war für meine drei Fonds, die ich gemanagt habe, sehr erfolgreich, sodass ich für den deutschen Aktienfonds ja auch den Preis bekommen habe für den besten Deutschlandfonds über 3 Jahre. Ich war dann sehr stolz auf den Preis, aber ich war irgendwie nicht glücklich. Ich fühlte mich innerlich nicht mehr ausgefüllt und deswegen habe ich dann gekündigt. Herr Helmer, also Sie haben nicht gekündigt und wenn es um den Spaß an der Börse geht, also in diesen 44 Jahren, haben Sie eigentlich immer Spaß gehabt, in Ihr Büro zu kommen, an die Börse zu kommen jeden Tag oder haben Sie doch manchmal auch verzweifelt und gesagt, ich würde lieber aussteigen? Nun, ich kann sagen, ich bin 44 Jahre lang gerne in meine Arbeit gegangen. Es war immer spannend, es hat mir immer Spaß gemacht. Allerdings muss man schon auch bekennen, dass in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, speziell für jemanden, der in einer Privatbank gelernt hat und auch die Usanzen einer Privatbank befolgt hat, wurde die Situation durch die Einführung von Derivaten, durch die Einführung von strukturierten Produkten nicht mehr ganz übersichtlich und das machte dann schon weniger Spaß und da kommt einem dann schon mal der Gedanke, dass man schön langsam die Sache zu Ende gehen lassen sollte. Also sehr gut, wenn Sie dann als Mathematiklehrer arbeiten könnten, denn Mathematik kann man ja bei diesen Derivaten hervorragend gebrauchen. Die aktuelle Diskussion geht immer in die Richtung, es gibt den guten Investor und es gibt den nicht so guten, um nicht zu sagen bösen Spekulanten. Kann man diese Unterscheidung wirklich machen? Naja, die Unterscheidung wird gemacht, wenn man sagt, der Investor hat noch ein finanzielles Interesse an dem Unternehmen und er agiert eben viel langfristiger, begleitet das Unternehmen auch, indem er sich auf der Hauptversammlung meldet, während der Spekulant wirklich nur kurzfristig rausreihen, wie ist die Psychologie der Märkte und ganz schnell agiert. Deswegen wirft man dem Spekulanten immer vor, er sei eben so böse.
Ich habe aber ein bisschen Recherche betrieben und mich auch bei Wirtschaftsethikern informiert. Und es ist so, dass wenn Spekulation kontrazyklisch betrieben wird, also wenn man nicht mit dem Markt investiert, sondern eher dagegen, wie das so ein klassischer Value-Investor wie ein Warren Buffett auch beispielsweise macht, dann muss man sagen, dann ist sie ethisch, weil sie führt dazu, dass Schwankungen an der Börse reduziert werden, dass zusätzliche Liquidität in den Markt kommt. Und diese Effekte sind für die Wohlfahrt insgesamt positiv. Mhm. Oh, dann haben wir ein Problem. Also wenn Sie einen Trend sehen und Sie wissen, die Herde läuft, ich sag's mal ein bisschen salopp, dann würden Sie als einigermaßen hartgesottener Börsianer sagen, hey, da springe ich auf den Zug auf, der läuft noch ein bisschen. Das wäre jetzt ethisch nicht mehr so ganz gerechtfertigt. Ja. Sich antizyklisch zu verhalten, ist eigentlich das normalste Geschäft an der Börse. Und das machen wir ja auch. Im Übrigen, Frau Liebermann und Ihre Kollegen waren ja Kunden von uns, deren Orders wir ausgeführt haben. Und deswegen mussten wir uns also nicht so große Gedanken darüber machen, ob dieses Geschäft ethisch einwandfrei ist oder nicht. Aber stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man das mit der Ethik noch mal ein bisschen weiter treibt, was tut der typische Weltinvestor? Er sagt, ich bin antizyklisch, aber in Wirklichkeit setzt er auf den Trend, der danach kommt. Also er ist eigentlich nicht antizyklisch, sondern sozusagen präzyklisch, vorzyklisch, könnte man jetzt heftig diskutieren. Machen wir mal weiter. Was waren für Sie an der Börse Glücksgefühle früher? Gab es da sowas überhaupt? Oh, da gab es eine Menge Glücksgefühle. Also vor allen Dingen, wenn man Recht hatte gegen die Mehrheit. Also das hat mir dann immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ich irgendwo was gefunden habe, wo die Mehrheit eigentlich der Überzeugung war, das ist jetzt nicht zum Investieren. Und dann stellte sich heraus, das war doch eine sehr gute Idee. Oder wenn man eben bei so einem längeren Trend, gerade bei den kleineren Aktien, die haben ja sehr ausgeprägte Trends, sowohl in die positive wie in die negative Richtung, wenn man da mal beim richtigen Trend dabei war, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, Recht haben hat Spaß gemacht. So, was hat Ihnen denn so Spaß gemacht in diesen 44 Jahren? Das ist natürlich das tägliche Erfolgserlebnis oder auch kein Erfolg zu haben. Das macht einen natürlich dann ein bisschen traurig, aber ich glaube, dass es wenige Berufe gibt, wo man so schnell und so, wo man täglich feststellen kann, ob man Erfolg hatte in seinem Beruf oder nicht. Das war in Zahlen auszudrücken und das war spannend und das hat auch Spaß gemacht. Und Frau Liebermann, waren so die Gefühle, wo Sie gesagt haben, ich will nicht mehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das war so richtig extrem Anfang 2008, als dann meine Fonds aufgrund dieses quantitativen Computermodells auch eine sehr schlechte Phase erlebt haben. Und mir dann die Anleger, obwohl sie vorher sehr begeistert waren von meinem Investmentstil, dann sehr schnell die rote Karte gezeigt haben und auch Geld aus den Fonds abgezogen haben. Und das waren so Momente, wo ich dann dachte, vielleicht wärst du lieber Handwerker geworden oder irgendwas Sinnvolles, wo man am Ende des Tages noch was in der Hand hat und nicht nur diese tägliche Performance, die mal gut, mal schlecht ist. Na gut, aber wenn der Handwerker keine ordentliche Arbeit leistet, dann wird ihm auch sozusagen der Zuspruch entzogen. Wie ist das sozusagen bei Ihnen, wenn dann die Leute gesagt haben, hier, das war nicht richtig, was Sie gemacht haben? Man darf halt eins nicht vergessen, ich sage immer, die Börse ist das Herz unserer Wirtschaft und die Börse spendiert Liquidität für die Unternehmen. Und mit dieser Liquidität, die den Unternehmen durch die Börse spendiert wird, werden Arbeitsplätze geschaffen. Und ich weiß es nicht, aber es sind sicher Millionen Arbeitsplätze, die im DAX oder MDAX werden geschaffen wurden. Also ist Börse doch eine ethische Veranstaltung, das würde auch bei Ihnen so durchschimmern, aber Sie sagen, diejenigen, die dann auf fallende Kurse setzen, und zwar in Form von Leerverkäufen, das ist ethisch nicht gerechtfertigt, das müssen Sie ein bisschen begründen. Ja, das erkläre ich wie folgt. Und zwar ist es so, dass der Mensch Verluste 2,5-mal schwerer bewertet, als er sich an Gewinnen freuen kann. Und wenn ich jetzt einen Leerverkauf mache, dann entsteht mein Gewinn ja dadurch, dass jemand anders einen Verlust macht. Und wenn ich jetzt diese beiden Menschen oder diese beiden Spekulanten als Einheit betrachte, entsteht also 1,5-mal so viel emotionaler Verlust wie sozusagen monetärer Wechsel des Geldes stattfindet. Einfach eine richtige sozusagen Formel, also wir empfinden Verlust stärker als Gewinne. Genau. Und entsprechend ist es nicht so gut, Verluste herbeizuführen. Allerdings freut sich natürlich auf der anderen Seite der andere, aber eben nicht so stark. Also ist das eine Formel, der Sie folgen könnten oder würden Sie sagen, Leerverkäufe sind doch wichtig, weil sie eben verhindern, wie Ihre Thesen sagen, dass die Blasen zu sehr aufgepumpt werden? Also ich denke schon, dass Leerverkäufe auch wichtig sind, denn sie gleichen ja den Markt aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn es die Leerverkäufe überhaupt nicht geben würde, sich ein Aktienkurs auf einer
auf der Geldseite extrem auswirken würde, wenn eben diese Leerverkäufe nicht stattfinden würden. Also ich denke, es ist ein ausgleichendes Instrument, dass es letzten Endes Spekulation